Willkommen zurück zu GTA 4. Ich rufe mir gerade ein Taxi von Roman. Oder auch nicht. Dann nehmen wir uns halt ein Auto. Steigst du? Au, geh, nein, geh, dann, hau, ja, genau. Ihr wisst alle, was ich meinte, nicht wahr? So, im heutigen Part würde ich sagen, fahren wir mal rüber zu Brucey. Little Jacob, was ist denn da los? Mist, ich bin immer noch sauer auf diesen Hundesohn Dimitri. Du bist ein 1A-Fahrer, dass du mich da rausgebracht hast. Geh weg. Pass auf dich auf und melde dich mal. Easy. Little Jacob. So, wie gesagt, wir fahren nicht zum Money. Wir fahren jetzt mal zu Brucey rüber, gucken, was der wollte. Mal sehen, vielleicht war es ja was Wichtiges und vielleicht wird es ja eine ganz lustige Mission. Auf jeden Fall werde ich keine Mautgebühr bezahlen. Das sage ich euch jetzt schon. Ah, ich werde angerufen. Was willst du denn? Okay. Lol. Oh, das war's dann wohl mit dem Telefonat. Die Polizei hat's unterbrochen, alles klar. Da habe ich doch schon wieder so einen orangenen Schimmer gesehen. Da war bestimmt wieder so eine blöde Taube. Boah, was tut denn ihr? Boah! Au! Ihr habt genau gesehen, dass ich komme. Jetzt habe ich wegen euch Schmerzen. Blöde Autofahrer. Hoffentlich geht mein Auto noch. Ja. Fetchen. Entschuldigung. Verzeihung. Tut mir leid. Rache ist süß. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal so eine kleine Abkürzung. Vielleicht passt das ja. Bringt uns das dahin, wo wir hinwollen. Ich denke schon. Ich hätte mir ja auch einfach einen benutzerdefinierten Weg setzen können. Och, seht mal, wer da anruft. Dimitri. Was will der Sack? Tja, ich bin halt gut. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who had so many enemies. You robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin. It was not my choice. I will find you, Nico. I have burned you and your cousin out of home. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Oh man. Na gut, fahren wir mal zu Brucey. Out of the closed. Hey man. Hey guys. Taxi. Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Ja, okay, warum nicht? You wanna go on a date? Come on! What's wrong with you? Oh man. Okay. That's the thing. Was ist das für ein Vogel? No, lol. Dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead he said he's gonna have me kill that bitch. Hiya! Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB. This guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think okay. Of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. Och, nö. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah. You got to be kidding me. We should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Richtig so. Oh man, dieser Brucey ist schon eine Pflaume. Na gut, okay, dann spielen wir halt mal den Schwulen und fahren zum Internetcafé. Um uns mit unserem neuen Freund zu verabreden. Wie auch immer der heißt, ich hab's vergessen. Wurde der Name überhaupt jetzt erwähnt? Ich hab nicht aufgepasst. Ich sollte echt besser aufpa. Boah, das ist ja gemeingefährlich hier. Ja, ja, ist gut. Man kann doch auch, genau. Wir fahren jetzt mal ein bisschen mit Motorhauben an sich. Da habe ich gerade Lust drauf. Warum auch nicht?
Boah, das wird eng. Ja, ich bin durch. Weg. Ui. Der Taxiladen sieht echt nicht mehr gut aus. Da, ich rutsche. Da, ich rutsche immer noch. Ich hab da was im Blickfeld. Und jetzt schön einpacken. Das war ganze Arbeit. Das gucke ich mir von innen an. Der Polizist dürfte nämlich gleich weggesprengt werden, denke ich. Oder? Na, der ist ein bisschen schnell dafür. Ah, nee, der bleibt da stehen. Gleich fliegt er, gleich fliegt er. Komm schon. Zack. Weg war er, lebt er noch? Wenn nicht, dann möchte ich zumindest die Waffe. Der hat die gar nicht ausgepackt, alles klar. Geht zur Seite, ich möchte mich gerne hier einloggen. Oh, wir haben auch schon wieder 3 E-Mails bekommen. Gucken wir doch direkt mal nach. Eine von Pussy und Melika Bellic. Oh Gott, noch mehr ging's nie. Moltragisine. Ab da wird's deutsch. Ich hoffe, du erhältst diese Nachricht und antwortest. Du fehlst mir. Ab jetzt will ich nicht mehr auf Serbisch schreiben. Du bist jetzt wie Roman. Er sagt mir, ihr redet kein Serbisch mehr miteinander. Ich weiß, es ist besser für dich, in der Welt herumzukommen und nicht hier zu sein. Aber ich vermisse dich. Es ist die Pflicht einer Mutter, ihren Sohn zu vermissen. Ah, gut zu wissen. Also Melika Bellic ist unsere Mutter, alles klar. Ja, weiter. Fährst du nicht mehr zur See? Hast du dieses Leben aufgegeben oder nur unterbrochen? Wirst du je zu mir zurückkommen? Mein Herz frohlockt, wenn ich daran denke, dass du mit deinem Cousin zusammen bist und ihr in Amerika erfolgreich seid. Aber gleichzeitig bricht es mir das Herz, dass du nie hier bist. Ich weiß, dass das Leben nie leicht für dich war, Nico. Du hattest viele Probleme und hattest viele schlimme Dinge getan. Aber du solltest wissen, dass ich eine Mutter bin. Deine Mutter und nicht über dich richte. Ich gebe der Welt die Schuld, die dich dazu gemacht hat. Dich, der anderen so viel gegeben hat, der ein Mann mit Prinzipien ist, der immer versucht hat, korrekt zu leben. Das Leben hier ist so wie immer, die Leute streiten, die Bauern leiden, wir zahlen Steuern für neue Parlamentsgebäude und Regierungsberichte und leben in Armut. Für die Menschen auf dem Land ändert sich gar nichts, egal wo sie auf der Welt sind. Bitte schreib mir wieder. Deine dich liebende Mutter, Mutter. Lol. Boah, die soll nicht so lange E-Mails schreiben, da krieg ich sie am Hals, wenn ich so viel vorlesen muss. Wir antworten mal freundlich. Liebe Mutter, vielen Dank für deine E-Mail. Ich freue mich immer von dir zu hören. Du kannst immer noch besser schreiben als ich. Auch wenn du nicht auf Serbisch schreibst, verzeih, dass ich ein so schlechter Sohn bin und nicht da bin, um mich um dich zu kümmern. Aber du weißt, dass ich nicht nach Hause kommen kann. Es würde nur Ärger geben und die schlimmen Erinnerungen wieder wecken. Roman, geht es gut? Er lebt den amerikanischen Traum größtenteils in seinem Kopf wie alle Träume. Nachricht gesendet. Ach nee, ich hätte ja weiter gucken sollen, denke ich, oder? Roman, Michelle, Nico, hör mal, Cousin, ruf diese Michelle mal an. Ich weiß, dass sie dich mag und du brauchst mal ein bisschen Action. Sie ist ein nettes Mädchen, du hast ihre Nummer, ruf sie an. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Danke für den Ratschlag. So, jetzt gehen wir auf die Seite Love Meets, sofort Liebe finden. Nicht zu schüchtern, suche nach Singles in deiner Nähe. Wähle unten deine Vorlieben. Okay. Wir suchen nach einem Mann. Sweet Belly Gotte. Suche French Tom und klicke auf den Mehr-Knopf und... Bah, wie praktisch, der ist ja direkt daneben. Mehr. Er ist im Broker. Jobabzocker, toll. Sexualität, schwul, Körperbau, heiß. Über mich, Süßer, ich werde dir von mir erzählen, wenn wir ausgehen. Wenn ich dir antworte, dann wird dir auch gefallen, was du siehst, vertrau mir. Aber es könnte auch sein, dass du ein fetter, verzweifelter alter Mann bist, der sich nur das Essen im Burgershot leisten kann. In diesem Fall wird French Tom nur sagen, bon voyage, ich mag Geld und gut ausgeprägte Muskeln. Okay. Steht auf Promis, fabelhaft sein, verwöhnt werden, bei Musicals mitsingen, das Übliche halt. Ich habe gehört, dass viele Leute über diesen neuen Arbeitstrend reden, aber das klingt nicht so, als wäre es was für mich. Ich will nicht lügen, ich will ausgehalten werden. Vermutlich ist es harte Arbeit, mit dir auszugehen, darum solltest du mich dafür auch bezahlen. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist das für ein Typ? Naja gut, der sieht auch eingebildet aus. Steht nicht auf Leute, die finanziell angeschlagen sind, Mitglieder der dicken Befreiungsbewegung oder ästhetisch nicht ansprechende Menschen. Das sind arme Leute, dicke Leute und hässliche Leute. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Wenn du mit mir ausgehen willst, solltest du dementsprechend aussehen und finanziell ausgestattet sein. Der Typ ist ein Arschloch. Ich werde ihn mit Sicherheit treffen. Du hast eine Date-Anfrage an Frenchtown geschickt. Logge dich jetzt aus. Okay. Lass etwas Zeit vergehen, damit Frenchtown Love Meat ansehen kann. Alles klar. Also geht diese Mission dann wahrscheinlich weiter, wenn wir... Oh, Alter, meine Beine. Wenn wir eine E-Mail von ihm bekommen. Wieso ist denn das immer noch so eine Sicht? Ich will wieder so fahren, so ist toller. Jetzt entkommen wir erstmal der Polizei und dann würde ich sagen, fahren wir mal zu Michelle. Oh, ich hätte nicht dahin gucken sollen, sondern dahin. Naja, gut. Ja, mit Michelle könnte man nämlich echt mal wieder was machen. Die ist ja an sich ein ganz nettes Mädel. Gehen wir mal mit ihr aus. So, was machen wir? Nö, wir stellen uns hier hin, warten einen Moment. Warten noch einen Moment. Und fertig. Menü, Telefonbuch. Michelle. Hi there. Hallo. Nico, you want to meet up? Oh, you still have my number. I haven't heard from you in the longest time. You want to get together? Sure, pick me up in an hour. Excellent. See you in an hour. So, von wo soll ich die denn abholen? Ich denke mal, ich muss zum Herzchen fahren. Was mache ich denn heute mit der? Ich denke, wir gehen mal wieder bowlen. Obwohl, vielleicht... Nee, ich bin dafür, wir fahren diesmal rüber zu diesem komischen Dartladen, falls ich den finde. Naja, erstmal hier hin. Steig ein, Liebes, steig ein, wir haben viel vor. Könntest du dich ein wenig beeilen? Hey there, handsome. Come on, let's get going. So, ich sehe schon, auf der Karte wird uns ein bisschen was angezeigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo war... Hier oben müsste das gewesen sein. Das hier müsste Dart sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist wirklich schon ewig her, dass ich GTA 4 im Singleplayer gespielt habe, aber ich glaube, es war irgendwo da oben, also fahren wir da mal hin. How's Roman? Okay. He likes to gamble though, doesn't he? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Was? Ach was? That would really scare me. Organized crime, I mean. Me too. Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman would make much of a criminal. I guess not. Interesting weather, isn't it? Very. Geht. Geht, geht. Bisschen trocken vielleicht. Guten Tag. Weil hier oben ist meines Wissens doch diese irische Bar und da müsste auch eine Dartscheibe hängen. Also gehen wir da mal rein. Natürlich ohne Waffen, ich bin hier auf einem Date, Nico. Pack die Waffen weg. Den Laden hier mag ich eigentlich immer. Da bin ich auch gerne mal im Multiplayer unterwegs. Wir gehen mal rein. Oh, anscheinend können wir nur trinken, oder was? Wieso läuft die im Kreis? Oh, wir sind ein bisschen betrunken. Da hinten ist doch die Dartscheibe. Können wir das nicht machen? Also, mit ihr können wir das anscheinend nicht. Ah, Hilfe, ich bin betrunken. Boah, ich weiß nicht, ob ich betrunken Auto fahren sollte. Aber wir tun's einfach mal. Wo ist die überhaupt? Michelle? Boah, das wackelt. Die steckt nicht echt da hinten fest, oder? Kommst du? So, bring mich schnell nach Hause.
Wenn dir schwerfällt, dich fortzubewegen, wäre es besser, wenn du dir ein Taxi rufst. Ach was. Niemals. Bisschen betrunken Auto fahren. Was ist da schon dabei? Doch. Ui. Also ich finde es eigentlich doch schon relativ lustig. Ah, Hilfe, Michelle, tu was. Au. Die wohnt ja zum Glück, so viel ich weiß, auch nicht ganz so weit weg. Doch. Alles dreht sich. Boah, das ist ja echt übel. Ah, lass das doch, ich bin betrunken. Ich bin sowas von blau, ich bin sternhagelvoll. Ah, wir sind gleich da. Boah, nochmal richtig schön draufdrücken. Da! Fast gegen Baum gerasselt. So leicht geht das, wenn man betrunken ist. Drücke Eingabe, um dein Glück zu versuchen, dich zu verabschieden. Na, ich drücke mal Eingabe. Do you invite me upstairs for coffee or something? Sure. Why not? Great. Wunderbar. But I hope you don't kiss and tell. Alkohol und Kaffee passt immer. Kaffee mit Schuss sozusagen. Apropos Schuss. Das Ganze hier dient natürlich nur dazu, die Brücke anzusehen. Was? Schon vorbei? Sowas nennt man Quickie. Na gut, und ich würde sagen, wir machen hier auch einen Cut und sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut!